Wildlachs. 4 Traflück MSG. A 125 Gramm. Abrieb einer Zitrone. 1 TL Fenchelsaat, alternativ. 1 TL Lord Nelson Fencheltee, EL Moon. 1 TL Frisshoner Kapern. Kaniermeersalz. An der Mühle. 4 EL Milov. Deutsche Markenbutter. 300 Gramm frischer Blattspinat, alternativ. Biotrend Bio unbekanntes Zeichen Blattspinat TK. 300 Gramm Endiviensalat. Oder Romana-Salat. 2 EL Vitado Rapso. Eine Knoblauchzehe. Kanier schwarzer Pfeffermühle. Muskat. Vitado Rapsöl. Vorbereitung. Die Filets in gleichmäßig hohe Stücke zurechtschneiden. Die Schale der Zitrone abreiben. Fenchelsalat und Mohn kurz in einer Pfanne anrösten und wieder abkühlen lassen. Die Kapern abseihen. Zitronen unbekanntes Zeichen Schale, Fenchelsalat, Mohn, Salz und Kapern mit der kalten Butter vermengen und grob durchhacken. Spinat und Salat zupfen, dabei größere Strünke entfernen. Zur Bereitung. Etwas Rapsöl in eine heiße Pfanne geben, Knoblauch zufügen. Spinat zusammen mit dem Salat kurz schwenken und leicht zusammenfallen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die Fischfilets in einer zweiten Pfanne kurz in Rapsöl scharf anbraten. Hitze reduzieren und die Filets vorsichtig wenden. Die Zitronen unbekanntes Zeichen Kapernbutter in die Pfanne geben und schmelzen lassen. Die Filets mehrfach mit der Butter übergießen, bis der Fisch im Kern glasig ist. Den Lachs auf Endivienspinat anrichten und mit der restlichen in der Pfanne verbliebenen Butter napieren. Reichen Sie hierzu Nudeln, Gnocchi oder Kartoffelpüree. Pfundstopf. Für 4 Personen, 250 Gramm Hüftsteak, 250 Gramm Schweineschnitzel, 250 Gramm Hackfleisch, 250 Gramm Zwiebeln, 250 Gramm gemischte Paprikaschoten, 250 Gramm Champignons, eine Dose Tomaten, 250 Gramm, einem Paket pürierte Tomaten, 250 Gramm, 1 EL Zucker, 1 TL Salz, 3 TL Weißweinessig, 1 TL Chilipulver, 1 TL edelsüßes Paprikapulver, 1 MSP Zimt, schwarzer Pfeffersalz, je ein Bund Majoran und Thymian. Erstens Steak und Schnitzel in Streifen schneiden, Hackfleisch zerkrümeln. Zwiebeln abziehen, in Ringe schneiden. Zweitens Paprika vierteln, End unbekanntes Zeichen kernen, waschen und Würr unbekanntes Zeichen fällen. Dosen Tomatenabtrieb unbekanntes Zeichen fehlen lassen. Saft auffangen. Tomaten etwas kleiner schneiden. Den Saft mit den pürierten Tomaten und den Gewürzen verrühren und kräftig abschmecken. Dritter G. Müsli und Fleisch abwechselnd in einen großen Topf schichten, nach jeder Schicht salzen und pfeffern. Tomatensoße darüber geben. Kräuter abspülen, abtropfen lassen und in den Eintopf Le unbekanntes Zeichen gehen. Zugedeckt im Backofen bei 150 Grad Celsius Umluft 3 Stunden garen. Vor dem Servieren die Kräuter entfernen. Chili con Carne. Die Zwiebeln und den Knob unbekanntes Zeichen Lauch abziehen, fein würfeln. Paar unbekanntes Zeichen Paprika putzen, halbieren, entkernen und waschen. Zweiter Tatar in einem heißen beschichteten Topf oder einer Pfanne krümelig anbraten, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und mitbraten. Drittens die Paprika, das Tomatenfruchtfleisch und den Gemüsesaft zugeben, zugedeckt. 15 Minuten garen. Viertens die eckige Klammer zu und den Mais über einem Tropfen lassen. Zum Chili und mit Tabasco, Salz, Chi und Kreuzkümmelcreme eines schmecken. Dazu passen es Tortilla-Chips oder ein KM Weißbrot. Orientalischer Lammeintopf. Für 4 bis 6 Personen, 1 Kilogramm Lammkeule ohne Knochen 1/21 Brühe 1 TL Kurkuma.
1 TL Pfefferkörner 3 Nelken 1/2 Zimtstange 1 Dose weiße Bohnen 250 Gramm 250 Gramm grüne TK-Bohnen 1 TL grüne Pfefferkörner 3 Knoblauchzehen 500 Gramm Joghurt 2 EL Speisestärke 1/2 bunt gehackte Pfefferminze. Vom Fleisch Haut und Sehnen abschneiden, dann würfeln. Brühe mit Gewürzen aufkochen, Fleisch darin zugedeckt 50 Minuten garen. Nach 25 Minuten abgetropfte weiße und grüne Bohnen zugeben. Zweitens den Knoblauch abziehen und fein durchpries. Senior. Mit dem grünen Pfeffer zum Fleisch geben. Die Spei unbekanntes Zeichen Sestärke mit dem Joghurt verrühren und in die Co unbekanntes Zeichen Kinderbrühe rühren. Beim Servieren die Pfefferminze dazugeben.